Jawohl, geht doch. Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Burnout Paradise. Endlich zurück, endlich ist es wieder da. Und jetzt kann es dann auch endlich mal wieder richtig geil losgehen. Zumindest sollte es das, wenn ich aktuell nicht in einer nicht enden wollenden Monster Hunter World Sucht verfallen würde. So viel gleich vorweg, ich habe jetzt nicht vor, euch jetzt mit Monster Hunter zuzumüllen. Als Gespräch, weil wir spielen ja jetzt Burnout. Videos dazu werden folgen, aber so viel. Ich habe eigentlich gerade keinen Bock auf Burnout, sondern aber das ist ja egal, denn wir haben das, also ich habe das ja versprochen, wir wollen jetzt hier ein bisschen Burnout spielen und das gehört sich auch so, dass man sein Versprechen einlöst. Außerdem wird das eigentlich immer wieder Zeit, dass wir hier Burnout vernünftig weiterführen. So, damit wir auch die ersten Rennen jetzt bestehen, werden wir diesen Wagen, den wir, glaube ich, in der letzten Folge bekommen haben. Na, wo war die Handbremse nochmal? Bei der Fierk oder auf Kreis? Auf Fierk, alles klar. Den wir bekommen haben, erstmal reparieren und dann werden wir ein paar schöne Folgen nur daraus bestehend andere Autos kaputt machen. Da hab ich Bock drauf, da hab ich wirklich, wirklich Bock drauf. Heißt also, Road Rage is on the Rage, wenn ich das mal so sagen dürfte. Den ersten habe ich auch schon auf der Karte ausgemacht. Das heißt, ja genau, wechsel die Spur. Irgendwie, boah, klingt der Wagen böse, ey. Das kann doch nicht mal in den Kopfhörern liegen, ey. Ich sag das schon seit mehreren Folgen, aber das Spiel hat sich auch früher nicht so gut angehört. Nein, X ist immer noch keine Handbremse. Na! Alles gut. Geht. Ach genau, wir waren ja noch in der Stufe, wo wir so richtig viel brauchen. Ups. So. Versuchen wir mal, ob wir jetzt hier ordentlich die Road Races machen können. Die Ziele sind natürlich jetzt richtig knackig. 24. Was heißt knackig? Das ist ja. Aber langsam werden es mehr Takedowns, die wir machen müssen pro Rennen. Oh, noch war kein Gegner. Ich bin auch dementsprechend zuversichtlich, dass wir demnächst die ersten Rennen permanent verkacken werden. Mehrere Anläufe brauchen. Aktuell haben wir nur eine Niederlage zu verbuchen. Das war ein Zeitrennen, da hatte ich mich ein bisschen verfranst. Yo. Aber es wird sehr, sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir... Was ein Mafagger, Alter. Dass wir mehr Rennen mehrfach neu starten müssen. Was natürlich nicht heißt, dass ich nicht versuchen werde zu verhindern, ne? Ist ja klar. Natürlich hat ihn das jetzt nicht aus der... Was ist denn hier los? Nicht aus der Bahn geworfen. Ist richtig. So, ich möchte aber den heutigen Part dazu nutzen, mit euch über was anderes zu sprechen. Auch wenn mein aktuelles Thema nur Monster Hunter World ist. Dafür werde ich Dennis auf jeden Fall noch schlachten für diese Sucht. Möchte ich mit euch über ein etwas wichtigeres Thema sprechen. Falls ich mit euch noch nicht schon drüber gesprochen habe. Das wäre nämlich dann sehr, sehr doof. Aber doppelt hält besser, nicht wahr? Und zwar ist ja aktuell die Gerüchteküche am Brodeln wegen einem Remake zu Burnout Paradise. Das lief jetzt gerade nicht so gut. Das Spiel überschlägt sich vor Begeisterung. Ein Remake zu Burnout Paradise. Ein... Wirklich? Also so richtig Remake-technisch? Ich bin mir nicht sicher, was ich von der Info halten soll, wenn ich ehrlich bin. Gut, Burnout Paradise ist das letzte erschienene Need for Speed besonders. Ha! Als ob Burnout mit so einem Müllspiel verglichen werden sollte. Oder verwechselt werden sollte, besser gesagt. Ja, Burnout Paradise ist ja jetzt von 2007. Hat also das aktuell 11 Jahre... Ach, ja, sagen wir 10. Pauschal 10 Jahre auf dem Buckel. Wow. Das ist viel. Und ich finde, dafür ist das Spiel eigentlich gut gealtert, oder? Und jetzt noch ein Dings hier, noch ein Remake. Ich weiß, also ich hätte lieber ein Remake zu den noch älteren Teilen. Aber ich werde natürlich nicht Nein sagen oder meckern, sollte es dann doch zum Remake kommen.
Wobei ich so überlege, ich glaube, das hatten wir schon mal besprochen, ne? Ich meine, der letzte Part ist ja jetzt schon echt etwas her. Lass es doch sein. Und ich möchte ja jetzt unnötig mit denselben Infos füttern. Aber wie gesagt, das ist doppelt hält besser. Man kann das eigentlich nie oft genug erwähnen, dass Burnout Paradise vielleicht ein Remake bekommt. Meine Remakes sind ja jetzt momentan im Trend, ne? Ups. Das letzte Remake, was jetzt demnächst kommen wird, ist ja von Dark Souls. Das erste Dark Souls kriegt ja auch ein komplettes Remake. Mein Bruder ist Feuer und Flamme. Das definitiv. Ich habe das erste Dark Souls zweimal auf Platin gespielt oder so. Ich habe nicht mal das erste Level geschafft. Da hatte ich schon keinen Bock mehr vor lauter Frustration. Aber der freut sich auf jeden Fall wie Sau auf das Ding. Und ja, ich begrüße ein Burnout Remake. Auch wenn Revenge mir doch lieber wäre. Also wirklich lieber. Wie sieht es zeittechnisch aus? 2 Minuten noch. Alles klar. Bleib mir. Boah, ist da. Ey, Leute! Lodikowski! Das kann doch nicht sein! Bitte? Was ist denn los jetzt hier? Muss ich gerade sagen. Der lose Wagen bringt Unglück. Ich meine, das ist ja Oval Champ. Das ist Wahnsinn, Alter. Die sind ja heute wieder aggressiv wie Sau, die Mistviecher. Gleich bin ich mal aggressiv, ich sag's dir. Baust du einen Totalschaden von einem Road Rage oder Markman-Rennen, verlierst du das Event. Nee! Nicht wirklich! Suche vor dem Stab eine Werkstatt auf. Papa! Das ist geil. Eben gerade noch drüber gesprochen. Hey Leute, wisst Bescheid, ne? Rennen verlieren und so. Und jetzt geht's auch schon los. Lightning! Lightning McQueen! Boah, da kam Kotze mit. Vielleicht muss ich mal aggressiver hier vorgehen, hä? Lange nicht mehr gespielt, das denken die, können hier aufmucken. Aber nicht mit mir. Jetzt werden nämlich richtig hart die Leute gebasht, Alter. Der pfeift aber, ey. Aber ein bisschen aggressiver reinhalten in die Butze. Da flog irgendwas, keine Ahnung, was es war. Was, warum fährt er eigentlich im Fastback mit? Das ist ein Speedcar. Ja. Ich möchte nochmal an dieser Stelle erwähnen, dass ich der Geilste bin. Der Allergeilste. Der ominöseste. Bin so cool wie ein Gletscher. Na komm her hier, zack, weg damit. So, jetzt habe ich einen Lauf, Jungs. Jetzt habe ich einen Lauf. 1, 2, 3, 4 aus dem Leben. Takedown-Rausch. Gleich kommt Takedown-Schmaus. Was? So, ich wollte schon was sagen. Ich bitte doch darum, ja? Also manchmal, ne? Ah, was so ein Fastback, Alter! Es ist, als ob du Battlefield von Level 1er geholt wirst. Wisst ihr, was ich meine? So richtig die bittere Pille schlucken. Und ab die Post. Oh, Glück gehabt.
Bye, bye. So. Oh. Autobots laden. Nice, ein Achievement bekommen. Ich sammle die zwar nicht, aber ne, wer hat, der hat. Puh, was? Boah, die kannst du aber echt schwer von der Bahn holen, ne? Nicht, dass ich nachher den Tekton 4x4 wieder rausholen muss, ne? Willst du das? Yo, Bus. Puh. Jungs, wenn ich den Takedown 4x4 raushole, dann wisst ihr auch Bescheid, ne? Aber wir haben den Wagen neu. Und wichtig, dass ihr für das Projekt gehört, neue Wagen werden benutzt. Wie Frauen. Voll so schönes Block nachgemacht und so. Ach, guck mal, easy. Zwei Takedowns noch. Das war ich vorhin für ein Problem. Der war im Totenwinkel, hallo? Da kann ich nichts für. Jetzt sicher auch verkacken kurz vorher. Dann ist hier aber Feierabend. Ich so gerade unten Steam auftaucht. Fällt mir ein, ich wollte meine YouTube-Beschreibung noch abändern. Da wurde ich von dem Abonnenten auf Twitter doch darauf aufmerksam gemacht. Hier an der Stelle, folgt mir auf Twitter. Einfach so. Weil, wie ihr merkt, ich bin aktiv, weil ich hab den gelesen und so. Er hätte versucht, mich auf Steam zu adden, aber hat mich nicht gefunden. Aber wenn die Steam-Beschreibung noch sehr veraltet ist. Aber ich war da mal so nett, ne? Wobei, warte mal, ich hab mich gefunden, ich hab noch gar nicht angenommen. Fuck! Und jetzt noch 3 Minuten hier rumfahren, das wird mir ein bisschen zu viel. Zumal wir auch schon im zweiten Versuch sind. So, 88, Nazi confirmed. Warum? Von wo falle ich da gerade runter? Ja, brauchst gar nicht hupen, Kollege. Ich bin ein Nazi. Also sieh mal zu. Und jetzt reibe ich dir gleich meine Glatze ins Gesicht. Will das hier nämlich schnell hinter mich bringen? Weil der Monsterhunter wartet. Ne, ne, ihr wisst Bescheid und so. Ich muss auch noch vorher duschen. Wobei, duschen, Monsterhunter. Duschen oder Monsterhunter. Also, man muss ja Prioritäten im Leben setzen, ne? Also da ist ja eigentlich Mons zum Hunter wichtiger. Aber ich werde doch mal duschen gehen. Ist schon wieder ein paar Wochen her. Digga, das wäre ganz gut. So, wir fahren jetzt auf jeden Fall zur Burning Wood für diesen Wagen. Um uns die verbesserte Version abzuholen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch, glaube ich, schon im nächsten Part wieder. Gekonnt ist halt gekonnt. Verkackt ist halt verkackt. Da machst du nichts. Aber Wahnsinn, wie viele Burnout-Wagen von früher es auch immer wieder in die neueren Teile geschafft haben, ne? Bei dem Wagen hier gab es, glaube ich, schon Burnout 3. Komm, jetzt ab in die Kommentare, wer hat gewusst, dass da jetzt ein Auto kommt, wenn ich die Kurve so schneide? Da macht die Frontschütze glatt einen Boogie. Das war so klar. Fire away, fire away. Da-da. Oh, hier bin ich mal vorne ein bisschen an, ne? Aber. Oh Gott, Kurve verkackt. For Dummy nochmal, du. Ja, er ist auf jeden Fall der König im Erdbeerfeld. Was war das denn? Wow, der dröhnt aber in der Halle, du. Im Tunnel. In der Halle. Ich wollte.
Na! Ich hab's gleich. Gott, kann mir bitte mal eine Nadel durchs Kinn schieben? Ich höre gleich auf zu spielen, ey. Was ist denn das? Meine Güte, Hans-Peter, du. Rase zum Waterfront Plaza im Osten. Die Zeit läuft. Im Osten, der gefährlichste Ort der Welt. Soll ich über die Burnout ballern? Über den Highway ballern oder darf ich auch eine Abkürzung nehmen? Wie ist das hier geplant? So, jetzt muss ich mich konzentrieren, Leute. Nicht nur wegen den Waggons hier. Na, oh. Fastest Action genommen. Hey, die City fahr ich jetzt nicht. Oh, Alter. Ich hab jetzt aber einen harten Stil auf der Karre, du. Boah, klingt der Wagen geil, ey. Was? Karre, komm, zieh, Junge, zieh! Oh! Na, das ist mal knapp, Digga. Okay, mit der Karre muss man einfach schnell sein. Aber du hast wirklich alles gegeben. Deine Belohnung wartet am Schrottplatz auf dich. Ich bedanke mich dafür. Ach, du Tatütata. Aus dem Verkehr, um ihn zu deiner Flotte hinzuzufügen. Mein schwierigstes Burnout-Event? Also wahrscheinlich das Stuntrennen. Aber da war ich noch neu in der Stadt. Je öfter ich durch Paradise gekurft bin, komm schon, desto mehr Rampen, Werbetafeln und andere Stunt-Objekte habe ich gefunden. Wenn du im Kopf eine komplette Stunt-Tour zusammenkriegst, hast du gewonnen. DJ Atomica, Fresh FM. Digga, werde ich hinkriegen. Jimmy Eat World. Jetzt auf einmal kann ich's, oder wie? Ja gut, ich muss mich aber wieder einfahren, ne? Schon lange her, das... Oh, ich hab nichts zu trinken hier. Ich hab überhaupt nichts zu trinken. So, der Burnout Race Team. Oder auch... Brrrr!